Hallo, das heutige Thema Paraguay Grundstücke kaufen in ländlicher Gegend. Ihr hört die pure Natur, also die reine Natur, das ist einfach unglaublich um diese Jahreszeit. Also, falls euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. Also viele von euch fragen ja auch, bitte, also wenn ich schon mal nach Paraguay auswandere, dann möchte ich doch nicht in der Stadt wohnen. Ja, gebe ich euch vollkommen recht. Also, es spricht auch vieles dafür, dass man natürlich ein Grundstück in einer ländlichen Gegend kauft. Hier als Beispiel, wo wir leben, ist das Bundesland Cordillera, was ungefähr eine Autostunde, sowohl von der Hauptstadt Asunción als auch von dem internationalen Flughafen Silvio Pettirossi entfernt ist. Also im Prinzip gar keine Entfernung. Ihr habt also wirklich jetzt durch die neue Schnellstraße seid ihr ruckzuck da. Vorteil einer ländlichen Gegend sind ganz einfach. Ihr habt die Natur drumherum, ihr habt eure Ruhe und trotzdem nur eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. Also, liebt ihr Halligalli, wollt ihr irgendwo übers Wochenende in die Stadt fahren, etwas Kultur aufschnappen oder gute Restaurants besuchen bzw. shoppen gehen. Genau wie bei uns funktioniert das einwandfrei. Man fährt hin, verlässt die Stadt in einigen Stunden bzw. in einem Tag und dann genießt man die komplette Ruhe eben zu Hause, bei sich zu Hause. Auf einem Grundstück bzw. auf einem Haus oder in einem Haus, auf einer ländlichen Gegend, wo man also absolut die Ruhe genießt. Also es gibt natürlich wie bei jeder Lösung auch Vor- und Nachteile. Ja, also zu den Vorteilen gehört, dass man natürlich die Ruhe, die Natur genießt. Ja, auch in der Nähe ist ein kleiner Fluss. Also ihr braucht kein Swimmingpool zum Beispiel. Ihr geht einfach hin und habt im Prinzip einen privaten Strand mit Sand, mit einem sauberen Wasser. Und das ist das, was man auf jeden Fall genießen kann. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Also wir können euch zum Beispiel ein Grundstück heute ein Grundstück anbieten von 2000 Quadratmeter zum Beispiel, was 19.500 Euro kostet. Und jetzt hört ihr aber gut zu. Was sehr, sehr wichtig ist. Ihr kauft das Grundstück von privat, also provisionsfrei. Zweite ganz wichtige Angelegenheit. Die Dokumente, also Eigentumsnachweis, ist eindeutig da. Und das vergessen sehr viele von euch. Und nachher weinen, Mensch, bitte, ich habe ein Grundstück gekauft, bin auf die Nase reingefallen, habe auf keinen gehört. Dich zum Beispiel bei uns gekauft oder über uns. Mann, die Grundstücke sind zu teuer. Aber Leute, überlegt doch mal ganz, ganz in Ruhe. Ja, was nichts kostet, ist meistens auch nichts wert. Und bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr Grundstück kauft bzw. eine Investition tätigt und ihr habt keine Dokumente für das Grundstück.
Da habt ihr überhaupt nichts, was viel, viel schlimmer ist. Ihr habt ja gebaut auf fremdem Grundstück im Prinzip. Also habt ihr gar nichts. Also, kein Geld sparen, sondern richtig investieren, damit ihr nachher keine Probleme habt. Und was sehr, sehr, sehr wichtig ist, meldet euch direkt. Die Anzahl der Grundstücke ist natürlich begrenzt. Also, ich mache weitere Videos dazu. Zu jedem Grundstück kann ich euch immer die Details nennen. Aber als das heutige Beispiel, wie gesagt, 2000 Quadratmeter von privat mit Eigentumsnachweis und ohne Kurtage, also ohne Provision, provisionsfrei. Schlagen Sie einfach zu, bevor es zu spät ist. Bei sämtlichen Fragen natürlich immer meistens in den Kommentaren fragen, sowohl Fragen bezüglich Paraguays als auch Paraguay-Grundstücke. Das ist nämlich wichtig, vorher sich richtig informieren und dann kaufen. Also, falls euch das Video gefallen hat und ihr habt weitere Fragen, natürlich unten in den Kommentaren. Likes nach oben. Abonniere den Kanal, falls ihr hört ihr die pure Natur. Ist einfach wunderbar. Stellt euch die Grundstücke vor. Euer eigenes Haus. So, aber zum Thema. Hat euch das Video gefallen? Einfach Likes nach oben. Teilt das Video weiter, damit auch die anderen etwas davon haben. Und bei Fragen könnt ihr mich natürlich auch gerne anrufen. Also, mach's gut, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Angebot. Bis dann, ciao, ciao.